Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Silent Hill 2, das Unterszenario aus dem Wunsch geboren. Ohne große Worte fangen wir einfach an und ich hoffe, wir kriegen eine kleine Sequenz. Ich halte mal die Klappe. When I woke up, I was all alone. Everyone's gone. Is it because of those monsters? What do I do now? Do I fight and live? Or do those monsters get me? I don't have any reason to go on living. But I'm scared to die. I'm so afraid of pain. Should I run away? I want to find somebody. I don't like being alone. But is there anyone left alive? So, und dann geht's auch schon los. Wir dürfen mit meinem Lieblingscharakter spielen. Mit der Maria? Nein! Oh, du bist so dumm! Und du stellst dich jetzt schon wieder blöd an, ey. Das wird ja wieder herrlich. Nimm diese scheiß Drinks auf den Boden. Du blöde Ente. So. Okay, gehen wir raus. Nein, das ist dieselbe Tür. Wo geht's hier lang? Ah, Mann, Maria. Ah, die Stripper Paradise Location. Wo die blonde, schwangere Frauen rausgehen. Oh, ich hab ein chinesisches Hackmesser gefunden. Ich glaube, das rüste ich auch mal aus, weil ich habe keine Lust jetzt gerade auf Munitionsverschleiß. Solange ich nicht noch mehr Munition finde. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah, laut Marias Kopf wohl nicht. Dann werden wir jetzt mal rausgehen. So. Ich hoffe, wir haben eine Karte für die große, ganze, komplette Stadt. Ja, Tatsache. Wunderbar. Wo will ich hin? Will ich erst nach unten zur Carroll Street, dann zur Randall Street und dann nach oben zur Monsoon Street oder Manson Street. Nein, ich nenne es erst Monsoon Street oder Monsoon. Okay, also nach unten, rechts, hoch. Okay, machen wir das so. Weil so kann ich wieder mein Lieblingshobby nachgehen, und zwar Straßenlanglauf. Meine Fresse, guckt euch an, wie die rennt. Der Mädel hat nicht nur einen Stock im Hintern. Und sie hat klatschrote Sohlen. Krass. Was? Aha. Mein Gott. Kannst du auch mal... Hättest du mir auch sagen können, dass da ein Gesundheitsdrink ist. Du blöde Schnepfe, du. Wie haut die denn eigentlich zu? Oh, herrlich. Oh, herrlich. Herrlich, so eine Angriffsgeschwindigkeit, ey. Ich hoffe, die kriegt mal so Hagens Waffe ab. Ah, hier schon wieder. Aber auch nichts zu tun, ne? Außer mir auf den Sack zu gehen. Und links! Was für ein spektakuläres Manöver. Wow. Das klang gerade echt fies. Aber da komme ich nicht rein. Boah, wie die läuft. Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Ist das jetzt so ein Unterszenario von wegen nach dem Motto, wir haben es programmiert, weil wir es können? Weil wir noch ein bisschen Zeit haben? Weil wir noch genug Kohle haben, die wir irgendwo ausgeben müssen? Wo bin ich denn jetzt hier reingeraten? Haha, guck dich den Dachkriecher an. Ich wollte gerade Arschkriecher sagen. Ja, der kriecht bestimmt auch saugut in Ärsche. Oh, Gesundheitsdrinks. Wunderbar. Das sage ich nicht nein.
Wo befinden wir denn uns gerade? Ah, immer noch an der Rented Street, okay. Dann mache ich die nächste auch gleich, den nächsten nach links sexy Schwenker. Ein sexy Schwenker. Und zwar jetzt! Okay, was ist das? Gar nichts. Es ist herrlich, ich habe kein Ziel vorgegeben, ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann man das Ding überhaupt durchspielen? Ich hoffe einfach mal. Sicher kann man es durchspielen, ich habe gelesen, dass es nicht ganz so lange geht. Aber ich bezweifle, dass wir das in einer Viertelstunde hinkriegen. Ich denke, wir brauchen ein paar mehr. Hier geht's hoch. Weil die Kamera mir sehr blöd folgt, kommen wir hier auch nicht weiter. Au, 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 genau. Renn gegen Laterne, Schätzchen. Renn gegen Laterne. Will ich zur Cut Street? Oder will ich da nach rechts? Jetzt rechts oder links, mein ich? Ne, ich gehe da jetzt erstmal rechts rein. Hat sich erledigt, ich gehe die andere Richtung. Oder komme ich da lang? Ist ja doch, davon ist eine Tür. Ne. Ne, das Zeug kann ich auch nicht nehmen. Ah, sehr schön. Ich fühle mich wie am Anfang von Silent Hill 2. Ist wieder herrlich. Los, Alte, lauf! Los, Alte, lauf! Lauf schneller, lauf schneller! Nimm am besten noch jede Laterne mit, die du siehst. Und alles andere, da komme ich wahrscheinlich auch nicht rein. Ein Auto. Oh! Fast übersehen! Mann, Mann, Mann. So, schon wieder ewig viele Minuten verplempert. Für den Kram, wegen dem blöden Rumlaufen und so. Ich hatte das Gefühl, die wird zwischendurch langsamer. Was ist das denn hier schon wieder? Oh, hier ist offen. Aha! Ich höre was, was mir nicht gefällt. Hallo, Freund. Okay, erster Kampf. Los, hau nochmal zu. Yeah, Baby. Gib's ihm. Ja, so muss das. Und jetzt. Gut so. Ah, kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Nope. Die sieht nicht so aus. So ein dicker Bauer. Ein Basketballkorb. Krass. Ja, super. Und nun? Wie verplemper ich denn jetzt die restliche Zeit? Da komme ich nicht lang. Das bringt mich auch nicht weiter, weil da eine fette Mauer ist. Dann laufe ich mal weiter nach oben zum Blue Creek Apartment. Das heißt, meine Lieblingsstraße, also mein Lieblingshobby, Straßen langlaufen und so. Es sollte eine olympische Disziplin sein. In Silent Hill Straßen langlaufen. Keine Ahnung, der Gewinner kriegt dann, keine Ahnung, das goldene Ende der Nahrungskette oder sowas. So. Und jetzt ist er Cat Street. Zur Cat Street. Aber ich würde hier links nach oben zum Blue Creek Apartment. Maria! Ach, geh weg. Ich will jetzt nicht mit dir spielen. Wo hast du da hingeguckt? Achso, du hast den angeguckt. Ja, dann spielt mal schön. Weiß nicht, ey, es kann auf jeder Straßenseite irgendwas sein. Das heißt, ich darf gleich quasi dann, nochmal den Weg lang, aber dann auf einer anderen. Hier auf der anderen Straßenseite, was ich jetzt machen werde. Na, wirst du verfolgt? Ist nichts. So, so rein gar nichts gerade wieder. Oh. Aha! Eine offene Tür. Schönes Ding. Und wir kriegen auch so, glaube ich, sofort Besuch. Och,
fuck you. Tot. tot. Ah, die ist mindestens genauso schlau wie James. Auch so ein Sherlock Holmes Verschnitt. Geht aus dem Weg. Ah, sehr schön. Was ich hier sehr klasse finde, ist, dass sie jetzt ein komplett anderes Gebäude genommen haben für irgendwas und nicht irgendwie jetzt was wiederholt haben, dass man dasselbe Spiel jetzt mit einem anderen Charakter durchspielt und dies und das, sondern halt wirklich eine kleine Unterstory bekommen hat. Das finde ich sehr schön. Sowas ist richtig cool. Ich habe nämlich einige Spiele mal durchgespielt, da hieß es auch so, ja, yeah, du kannst als dem und dem spielen. Jetzt zum Beispiel als Beispiel Devil May Cry 3. Wenn man das spielt in der Special Edition, da konnte man den Bruder von Dante spielen, also Virgil, und ja. Aber man spielt dasselbe Spiel 1:1 nochmal, nur mit einem anderen Charakter, und das fand ich an sich jetzt nicht so pralle. So, wir machen unseren ersten Save. Und du bekommst das Westlabyrinth, weil da habe ich einmal unnötig gespeichert. Maria Villa Wohnzimmer. Schön. Okay, sowas wie eine Karte finde ich jetzt schlecht. Der Kamin ist abgeriegelt. Nicht benutzen steht drauf. und hier haben wir noch einen Zettel. Oder einen Brief, ein Buch. Keine Ahnung, was das ist. Eine Karte! ein Zettel, ein Brief, ein Buch, eine Karte. Sehr gut. Zumindest habe ich jetzt diesmal eine Karte, meinen Willen bekommen. Das ist ja eigentlich herrlich. Ich will zum Dining Room. So. Dann müssen wir hier. Okay, ist zu. Dann will ich jetzt. Wo will ich jetzt hin? Ich könnte da noch versuchen, die Tür aufzumachen. Könnte ich Richtung Playroom. Okay, ist abgeschlossen. Dann gehen wir hier raus. Ich werde jetzt meine Karte nicht nochmal aufmachen. Sondern einfach jetzt. Laufen. Ich werde lieben. Ich werde laufen. Oh. Dann gehen wir einfach hier hoch. Krass, wie viel Revolver-Munition hier liegt. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Er lohnt sich ja schon fast, das Ding selber zu benutzen als das Hackmesser. Los. Mensch. Sowas wie eine Taschenlampe fände ich jetzt nicht schlecht, weil ich finde es gerade ein bisschen dunkel. Liegt wahrscheinlich gerade nur an meinem Computermonitor und weil das Licht von draußen drauf knallt, deswegen sehe ich nicht so viel. Oh mein Gott, was war das? Is somebody there? Open up! Hello? Dicke weiße Umrandung. Fällt das Ding jetzt gleich auf uns rauf, oder? Stop it. You're disturbing me. Thank God. I finally found somebody. Can you open the door? No. But why? Is it really necessary for me to answer all your tedious questions? Yes. Oh, I didn't know that. I want to be alone. Other people just irritate me. I just want to see another human face. Do you know what's happening in this town? Okay, ich werde einen ganz kurzen Cut machen. Ich bin gleich sofort wieder für euch da. Also, bis gleich, euer Sparrix. Yes.